Ist so, man kann den auch ordentlich ausziehen. Du, na, du isst deine Kacke und wenn du danach wieder kacken gehst. Sie, ja, wenn du den Namen aussprichst, dann denkst du, dass du epileptischen Anfall. Glaubst du, Mama und Papa haben gepoppt, als ich in ihrem Bauch war? Oh, du hast Papas Schwanz immer am Kopf. Glaubst du, oh, Alter. Weißt du eigentlich, dass die Nippel dunkler werden, wenn man schwanger ist? Das wollte ich eigentlich nicht wissen, aber... Naja, musst du dich ja auch irgendwann mal mit auseinandersetzen. Früher oder später wirst du ja auch Vater. Ja, aber das heißt nicht, dass meine Nippel dunkler werden. Hoffentlich. Ja, nee, aber die von deiner Freundin. Ja, aber... Ja, du hast aber das Geheule dann. Meine Titten tun weh, meine Brustwarzen, ja, und tralala. Nenne die Hauptrindenfelder der Großhirnrinde. Ah, ja, ja, die kenne ich. Ja, dann fang mal an. Ja, nee, ich kenne die nicht. Du hast gesagt, ja, kenne ich. Ja, ironisch. Na, das ist sowas wie Lageempfindung, Antrieb, Wille, Handlungsfolgen, Sprachzentrum, Hörzentrum. Cool, ich bin mir nicht mal sicher, ob wir das dieses Jahr überhaupt noch behandeln, so kurz wie wir Bio noch haben. Guck mal, ich habe jetzt noch genau 2 Monate Unterricht und danach sind Englischprüfungen. Schriftlich. Du bist aber erst im Sommer fertig, oder? Nö, Juni. Ja, da wird es aber Zeit, dir eine Lehrstelle jetzt endgültig zu organisieren. Ja, ich gebe ja mein Bestes. Was soll ich machen? Die kontrollieren alle nur erst im Januar die Bewerbungen. Wieso denn das? Weiß ich nicht. Und hattet ihr so Sexualkunde schon und so? Ja, schon in der 8. Habt ihr da so ein Video gesehen? Mit Katzen, die poppen? Nein. Wir haben da ganz normale Sachen gemacht. Wie im Unterricht? Ja, Unterricht. Bio ist Sexualkunde. Also hatten wir Bio in Bio. Hatten wir früher noch mit Herrn. Geht aber cool. Nee, also nicht mehr Oberstufeunterricht. Wusstest du eigentlich, wenn man hochschwanger ist, kann man trotzdem noch vögeln bis zum Umfallen? Ja, das wusste ich. Stell dir mal vor, du hast da ein riesen Baby im Ja, eben, das habe ich, denke ich mir auch. Das ist doch voll. Ist das nicht voll schlimm für das Kind? Das ist doch voll eklig auch, oder? Weiß ich nicht. Glaubst du, Mama und Papa haben gepoppt, als ich in ihrem Bauch war? Oh, Du hast Papas Schwanz immer am Kopf. Glaubst du, oh, Alter. Glaubst du, ich habe mich mit anderen Spermien geprügelt im Unterleib? Wie findest du denn den Namen Mathilda? Bah! Wollt ihr, dass das Kind zusammengeschlagen wird, oder was? Mathilda! Kein Mensch heißt Mathilda! Und so Isabella, Mara... Isabellas sind immer hübsch. Ja, aber auch kleine Bitches. Ja, aber sind halt trotzdem hübsch, ne? Warte kurz. Was? Finja. Finja? Finja. Finja. Ja, Finja. Ja, das ist die... Finja, sondern zusammengerichtet. Ja, das ist die weibliche Form von Finn. Ja. Ist ja auch kacke. Hast du dir die Namen ausgedacht? Nee, ich habe hier so eine App und die zeigt mir alle Namen aus jedem Land an für weiblich und männlich. Ja, dann nimm doch keinen Namen aus Deutschland. Doch, muss ich, weil Charlotte ist auch ein deutscher Name und ich will dann, dass beide Kinder deutsche Namen haben. Ach, du meinst Deutsch. Ich würde aber als zweiten Vornamen vorschlagen Peer. Am Arsch, Alter. Gibt keinen zweiten Vornamen. Oder Pia. Nein! Oh, Alter. Ich schreck mich doch nicht so. Sorry. Kannst froh sein, dass ich nicht auf dein Bett gerotzt habe. Oh, Ja, soll ich dir was sagen? Ich schlaf da jede Nacht splitterfasernackt drin. Das ist mir doch scheißegal. Ja, ich würde es nur gesagt haben. Kann auch mal ins Bett kacken. Ja, das wäre jetzt echt eklig. Theo, Matteo, Alessio und Konrad. Alessio? Für Mädchen nenn es nicht Alessio. Luisa, Emily ist cool. Charlotte, Leni, Mathilda und Lotta. Ja, Charlotte, willst du deine Tochter Charlotte nennen wie die andere Tochter? Isabella, Mara, Isabel, Finja, Elena. Finja ist eklig. Fiona auch, Fiona. Fiona, so klingen, das sind so richtig hässliche Mädchen immer. Die sind immer Fiona. Adam, Axel, AKS, Axel. Albert, Alexander, Alfred. Alvin, Anders, Andreas, Anton. Anders? Ja, Anders. Dann kannst du zu deinem Kind immer sagen, du bist anders. Walder, Bastian, Benjamin, Bertel, Bertram. Bertram. Karl, Konrad, Cornelius. Ebbe.
Tut mir leid, aber alle deutschen Namen sind scheiße, Nina. Nein, es sind jetzt dänische. Elisabeth, Amelia, Evelyn, Ella, Chloe, Victoria, Grace, Zoe, Edison. Das sind alles so Sitcom-Namen. Scarlett. Ja, alles so Sitcom-Namen. Ja. Und an sich schon berühmte Namen. Scarlett Johansson. Xaveri. Bartolomeo. Nina, du solltest Namen nehmen, die du aussprechen kannst, denke ich. Bojon. Yoho. Die du aussprechen kannst. Na, mach ich doch. Ja, koreanisch ist aber ein bisschen... Und für Frauen? Yi-An. Seo-Yoon. Seo-A. Ha-Yoon. Harin, komm mal her! Si-A. Ja, wenn du den Namen aussprichst, dann denkst du, du hast einen epileptischen Anfall. Nina, wusstest du eigentlich, dass man seine eigene Kacke essen kann? Aber wenn du sie, also wenn du dann die Kacke, die du auskackst, also wenn du deine Kacke gegessen hast, und wenn du die Kacke, die du auskackst, dann nochmal isst, ist sie hochätzend giftig? Wie, das habe ich jetzt nicht verstanden, das musst du nicht. Na, du isst deine Kacke, und wenn du danach wieder kacken gehst... Also wie, ich, also was mache ich jetzt? Mann, wenn du deine Kacke isst... Dann, wenn du eine Kacke isst und dann die Kacke, die du auskackst, wieder isst, dann ist sie hochätzend giftig. Die kann ich dann umbringen. Und warum? Weiß ich nicht warum. Ich hab die Spülmaschine schon ausgeräumt. Pierre kann auch was machen. Ich häng immer meine Wäsche auf. Ja, am Arsch, Alter. Du hast hier heute noch nichts gemacht. Ja, ja, mecker jetzt nicht rum, nur weil du denkst, dass ich hier nichts mache. Denkt es nicht nur, Pierre, ich weiß es. Nein, das weißt du nicht. Früher hast du immer für mich die Spülmaschine ausgeräumt. Du hast ja gesagt, ich soll... Ich soll ein kleiner Fuchs. Ja, hallo? Hallo? Bin ich ja heute immer noch. Ja, ja, ist klar. Du hast dich aber auch nicht erinnert, wa? Wieso? Ist so. Man kann den auch ordentlich ausziehen. Du kleiner Wichser. Was hast du da eigentlich für ein Mädchenportemonnaie unten liegen? Was für ein Mädchenportemonnaie? Na, dieses rosa. Ja, das ist mein Kinderportemonnaie, das rosane. Dein Kinderportemonnaie. Also mein Portemonnaie. Aha. Was denn? Wirklich? Stell dir doch mal vor, wie cool das später wäre, wenn ich so reich bin und ich dann da so die 100-Euro-Scheine raushole. Boah, hast du noch... Ich komm doch nochmal wieder, ich muss jetzt machen. Ja. Tür! Was? Tür! Was? Tür, bitte zumachen! Genau so! Danke! So Leute, das ist das letzte Endergebnis. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Bis dann und ciao!